Montagabend, 21.05 Uhr, Sommergespräche 2021 live vom Dach des Leopold-Museums im Museumsquartier in der Wiener Innenstadt. Guten Abend, meine Damen und Herren, beim zweiten ORF-Sommergespräch dieses Jahres. Zu Gast ist heute der Chef der zweitkleinsten Partei im Parlament, der Grünen, Vizekanzler Werner Kogler. Aus dem Lift in den Regen. Guten Abend, Herr Vizekanzler. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind. Ja, gerne. Guten Abend, Frau Lorenz-Dietelbacher. Herr Vizekanzler, dieses zweite Sommergespräch beginnt etwas anders als das erste. Das ist einerseits der Wetterlage geschuldet. Es regnet seit Stunden in unterschiedlicher Intensität. Jetzt, man sieht es, wieder etwas mehr. Andererseits aber ist es auch der Nachrichtenlage geschuldet. Am Wochenende haben uns die Nachrichten aus Afghanistan förmlich überrannt. Die radikal-islamischen Taliban sind gestern Abend dann bis in die Hauptstadt Kabul vorgedrungen. Die Situation ist sehr unübersichtlich, für die Menschen dort jedenfalls hoch prekär. Österreich hat sich immer noch nicht dazu entschieden, einen Abschiebestopp von Österreich aus zu verhängen. Gestern wurde das vom Innenminister noch einmal so bestätigt. Können Sie als Parteichef der Grünen diese Position mittragen? Also erstens wird es faktisch und auch aus rechtlichen Gründen keine Abschiebungen nach Afghanistan geben. Und das ist gut so. Das weiß das Innenministerium, das weiß der Innenminister. Ich habe ja heute auch mit ihm wieder gesprochen. Und warum ist das gut? Weil diese juristische Ablehnung ja daher kommt, dass die Menschenrechtskonvention, genau genommen der Artikel 3, die europäische, hier entgegensteht, weil niemand in ein Land verbracht werden darf, wo gefoltert wird oder wo erniedrigende Behandlung droht oder wo es gar um Leib und Leben wieder geht. Und das ist offenkundig der Fall. Die Berichte sind dramatisch der letzten Tage und Wochen. Wir wissen, was mit den Taliban in Afghanistan dort auf die Menschen zukommt. Und deshalb ist das so. Und das weiß die ganze Bundesregierung und es wird so sein. Es sagt aber nicht die ganze Bundesregierung. Es gibt derzeit gar keine Flüge, muss man sagen, wohl auch keine Landeerlaubnis. Das Ganze ist also, wie Sie es jetzt auch skizziert haben, eine eher theoretische Diskussion. Aber es gibt sehr viele Staaten, von Deutschland bis Frankreich, von den Niederlanden bis Schweden, die sagen ganz klar, wir schieben nicht ab. Österreich macht das nicht. Warum nicht? Also ich habe den Herrn Innenminister halt so verstanden, dass er sehr wohl sagt, dass nicht abgeschoben werden kann nach Afghanistan. Und das ist es. Aber wichtig ist ja, dass es nicht passiert. Es zählt wichtig ja, was ist die, schon auch, dass man die sagt, Wirklichkeit. Oder? Die, ja, das ist Ihnen ist das ja, nicht wichtig? Na doch, das war ja auch irritierend. Ich habe ja schon Mitte der vorigen Woche Stellung genommen und klipp und klar zum Ausdruck gebracht, dass das erstens tatsächlich nicht geht, aber zweitens nicht sinnvoll ist und drittens auch rechtlich nicht möglich, weil es, und da geht es um nicht weniger als die Menschenrechte, die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie unteilbar sind. Das sind ja die größten Errungenschaften der Zivilisationsgeschichte und die gelten auch für Österreich, auch wenn das Innenministerium sehr lange gebraucht hat, um hier einzuschwenken. Das ist richtig. Also die deutlichen Worte, die Sie jetzt verwenden, habe ich von der ÖVP noch nicht gehört. Daher sagt auch Ihr Tiroler Parteikollege Gebi Meyer gestern auf Twitter, wer jetzt noch findet, man soll Menschen nach Afghanistan abschieben, statt sie von dort zu retten, dem fehlt es entweder an Herz oder Hirn oder beiden. Würden Sie das unterschreiben? Ich habe mit dem Innenminister in anderer Angelegenheit auch schon heftige
Kontroversen geführt, wo solche Worte gefallen sind. Ich will das nicht wiederholen, weil wir immer wieder ein Arbeitsverhältnis so, was brauchen. Was haben Sie zu ihm gesagt? Wie Sie ich bin einmal verkürzt zitiert worden. Und genau so im Zusammenhang mit anderen Abschiebungen, das ist bekannt, wir haben uns wieder ausgesprochen. Ja, ich sehe das sehr problematisch. Aber wichtig ist doch, was am Schluss das Ergebnis ist. Das Ergebnis ist, es wird nicht abgeschoben. Und zwar jetzt auch eingesehenerweise aus diesen Gründen. Und die Grünen haben hier jedenfalls seit voriger Woche klar Position bezogen. Zum Markenkern der ÖVP gehört es, in dieser Position hart zu bleiben. Zum Markenkern der Grünen gehört es, diese Position aufzuweichen. Wir können jetzt inhaltlich zu einem gemeinsamen Weg, zu einer gemeinsamen Sprache kommen. Denn Sie sagen das eine und Nehammer sagt das andere. Ja, aber noch einmal, schauen wir, wie lange er es noch sagt. Meines Wissens hat er es heute nicht mehr gesagt. Aber jetzt einmal Strich unter. Hat er Ihnen gesagt, dass er das nicht mehr sagen will? Er weiß, was wir jetzt gemeinsam machen, auch mit dem Außenamt und dem Außenministerium, und steht da dahinter, was geschieht jetzt. Jetzt muss es ja längst um ganz was anderes gehen. Es muss darum gehen, dass wir vor Ort, wie sie auch die ÖVP immer sagt, Hilfe leisten. Das ist ganz wesentlich. Auch von Österreich aus. Wie geht das? Es gibt hier entsprechende Verhandlungen und Gespräche auch mit dem UNHCR, also der dem UNO-Flüchtlingshochkommissariat, wo Österreich sich beteiligt und bei den Ersten dabei ist, jetzt einmal mit 3 Millionen Euro, damit die teilweise immer noch in Afghanistan entsprechend Hilfe leisten können, aber auch in den Nachbarländern. Und dass sich an der Stelle 2015 nicht wiederholt, das halte ich für wesentlich, dass nämlich ausreichend für die Leute, für die Menschen, die dort ja flüchten müssen, hier wirklich Schutz und Unterstützung gewährt wird. Und dass es nicht so ist wie 2015, wo in Jordanien, im Libanon etc. bei den Lagern rund um Syrien sich schon längst abgezeichnet hat, dass es dann nicht einmal mehr zum Essen reicht. Das war ja einer der Hauptursachen für die große Fluchtbewegung. Das hat ja auch gestern Abend erst bei Ihnen im ORF Petra Ramsauer entsprechend ausgeführt. Sie sagen, die Menschen flüchten. Wir sehen das ja auch. Wir sehen Bilder von Leid, von Verzweiflung. Soll sich Österreich dafür einsetzen? Werden Sie sich konkret dafür einsetzen, dass Menschen aus Afghanistan auch hier in Österreich aufgenommen werden? Also nur nebenbei bemerkt, es ist ja nicht so, dass nicht Asylanträge ständig entgegengenommen werden. Da sind auch viele afghanische Bürgerinnen und Bürger dabei, jetzt schon auch dieses Jahr. Was diese Situation betrifft, ist es, glaube ich, sehr wichtig, Unterstützung dort unmittelbar anzubieten, wo Menschen, vor allem auch Frauen, Frauenrechtlerinnen, frauenpolitisch Engagierte dort in Afghanistan sich entsprechend deklariert haben. Die sind jetzt sicher sehr, sehr gefährdet. Das wäre sehr hilfreich, wenn sich hier europäische Länder anbieten und tatsächlich Schutz gewähren. Frankreich macht das zum Beispiel. Soll Österreich das auch machen? Wird Österreich das auch machen? Das kann ich Ihnen noch nicht sagen, was hier passieren wird, aber es wäre jedenfalls sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr unterstützenswürdig, selbstverständlich. In diesen speziellen Bereichen, die ich Ihnen hier jetzt genannt habe. Die Zeit drängt ja natürlich, weil die Menschen sind jetzt bedroht. Kanada hat gesagt, wir nehmen 20.000 Menschen auf. So wie Sie es gesagt haben, vorrangig Frauen, weibliche Führungskräfte, Mitarbeiterinnen von Menschenrechtsorganisationen, Journalistinnen. Geben Sie auch ein solches Angebot? Sagen Sie oder versuchen Sie innerhalb der Bundesregierung einen Konsens herzustellen und sagen, Frauen wird geholfen? Jetzt geht es einmal darum, dass wir vor Ort hier die entsprechenden Strukturen mit unterstützen. Das geht sehr, sehr rasch, finde ich. Geht ja parallel. Naja, jetzt ist es aber mal wichtig, dass dort was geschieht, denke ich. Ich möchte einmal darauf hinweisen, dass das aus dem Auslandskatastrophenfonds kommt, dieses Geld. Diese Mittel wurden seit Regierungseintritt der Grünen vervielfacht. Jahrelang war unter Rot-Schwarz, Türkis-Blau und noch länger zurück, waren das einige Millionen, plus minus 10 Millionen, die dort dotiert wurden. Mittlerweile sind es über 50, es werden jährlich mehr, wir werden es noch weiter erhöhen. Und das macht eben den Unterschied, dass wir auch hier wirklich in der humanitären Hilfe einmal entsprechend was leisten können und einen Beitrag leisten können. Aber keine Aufnahmen jetzt akut in Österreich aus Afghanistan?
Das kommt jetzt genau darauf an, welche Personen hier gemeint sind und ob man hier im Einzelfall entsprechend eingreifen kann und was anbieten kann. Ich kann Ihnen das genau noch nicht versprechen, was kommen wird, weil wir ja bekanntermaßen nicht alleine regieren. Aber das wäre auch völlig falsch, wenn ich das jetzt machen würde. Deshalb sage ich, dieser eine Schwerpunkt den heute für außerordentlich wichtig. Über das Weitere wird es Gespräche geben. Und insgesamt bin ich ohnehin der Meinung, dass sich hier die europäischen Länder abstimmen sollen. Und das sollte auch demnächst geschehen. Die Migration ist und bleibt ein Streitthema in dieser Koalition, ein Konfliktthema. Wir werden da später noch drüber sprechen, genauso wie über andere Konfliktthemen. Lassen Sie uns jetzt aber einen harten Schnitt machen. Ich habe den Zuschauerinnen und Zuschauern zu Hause versprochen, dass sie im Zuge dieser Sommergespräche mehr erfahren über die Parteichefs und Parteichefinnen. Das ist auch heute so, dieses Versprechen werde und möchte ich einhalten. Die ersten Minuten haben ja schon ein bisschen gezeigt, wie schwer auch für Sie der Weg von der Opposition in die Regierung war. Und wir haben mit ein paar Menschen gesprochen. Ich sage immer besser, wir regieren. Ja, das auch dazu kommen wir noch. Also so schwer ist es dann nicht. Das schauen wir noch. Wir haben mit ein paar Menschen gesprochen, die Sie auf diesem Weg begleitet haben. Und die haben uns erzählt, vor allem Diana Weidlinger, meiner Kollegin, wie sie diesen Weg bewältigt haben. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Es hat Zeiten gegeben, wo er einfach erst gegen 10 in die Schule gekommen ist, rote Hose, eine NATO-Jacke, ja, und gefühlt einen 3-Meter-Schal um den Hals. Ja, und je langsamer, desto besser. Das war Werner Kogler. Ich kann erkennen, dass er darum ringt, um seine Grundsätze, und dass er versucht, möglichst viel davon zu retten. Ob ihm das gelingt, wird man sehen. Von außen betrachtet wird er sie noch immer als türkische Schnöseltruppe betrachten. Von innen, glaube ich, haben sich Sebastian Kurz und er auf eine pragmatische Weise angenähert, wo sie sich gar nicht so schlecht verstehen letztlich. Und langsam wächst man zusammen. Er wächst am Bauernhof in der Oststeiermark auf, rebelliert schon als Teenager gegen die ÖVP und engagiert sich früh für die Grünen. Jetzt muss er als Vizekanzler das Motto „Das Beste aus beiden Welten“ verkaufen und, wie manche Kritiker sagen, auch einige Prinzipien. Das wussten wir schon von Anfang weg. Wo sieht Gründungsmitglied Andreas Wabel einen Verrat der grünen Ideale? Wie beschreibt Koglers Schulfreund den jungen Werner? Und warum hat er als Vizekanzler für Innenpolitikbeobachterin Martina Salomon an Profil gewonnen? Mein Name ist Heinz Kössenbauer und wir haben gemeinsam hier die Mittelschule im Zeitraum zwischen 1972 und 1980 hier besucht. Mick Jagger war zum Beispiel sein großes Vorbild, die Rolling Stones. Und manchmal hatte ich den Eindruck, er wollte genauso lässig und so cool und so chillig sein. In der Unterstufe wäre er gerne Fußballer geworden. In der Oberstufe hat sich dann schon herauskristallisiert, dass er schon gerne auch, glaube ich, den politischen, den alternativen Weg beschreitet. Als Teenager demonstriert Kogler für eine Fußgängerzone im Ort und fliegt zweimal fast von der Schule. Unter anderem, weil er den Lehrersessel gegen eine Kloschüssel tauscht. Er war sicherlich ein Rebell. Er hat irgendwelche Grundgesetze, alte Werte, alte Vorgaben nicht von vornherein akzeptiert. Er hat sie immer hinterfragt. Er hat ja in diesem steirischen Biotop ganz gut wachsen können. Das war ja in den 80er Jahren eine wilde Mischung aus progressiven, katholischen Würdenträgern, querdenkenden ÖVPlern, linksintellektuellen Philosophen. Und aus dieser Gruppe heraus hat sich dann die Alternative Liste Graz gegründet, wo er ja auch ein Mitgründer war. Hallo. Wir fahren nach St. Johann in der Heide, Koglers Heimatort, und treffen Andreas Wabel. Der ehemalige grüne Klubobmann kennt Kogler seit über 40 Jahren. Anfang der 90er haben sie hier gemeinsam gegen eine Mülldeponie demonstriert. Der Werner ist hier sozusagen der Lokalhero und hat um Unterstützung gebeten, weil der Herr Landesrat damals hat behauptet, das ist ein ideales Waldstück für eine große Mülldeponie. Wir haben es mit einer Ansammlung von wissentlichen Rechtsbrechern zu tun. Und wie die ersten Bäume hier gefällt worden sind, haben wir natürlich versucht, dass wir das verhindern. Kogler engagiert sich in der Partei.
Werner Kogler aus der Steiermark wird mir für eine verstärkte Kontrolltätigkeit entsprechende Oppositionsrolle einsetzen. In die erste Reihe rückt er erst nach dem Scheitern seiner Vorgängerinnen. Ich weiß nicht, ob er der bessere Feminist ist. Ich glaube jetzt nicht, er wirkt jetzt nicht auf mich wie der große Frauenversteher oder der große Gender-Sternchen-Verfechter. Aber er steht für die Grünen in der Regierung. Naja, ich glaube, er war in der Schule eher dann oftmals in der zweiten Reihe. Er hat ruhig überlegt, ja, hat analysiert, ja, hat sich seine Meinung gebildet. Und wenn es dann dazu gekommen ist, dass er gesagt hat, es zahlt sich auszukämpfen, dann hat er gekämpft. Er ist der, der auch bei den Leuten draußen ist, der mit den Leuten redet, der authentisch ist, der sich nicht verbiegt, der ein Sturschädel ist, trotzdem wahnsinnig pragmatisch ist und er ist kein esoterischer grüner Träumer, sehr, sehr wichtig für diese Koalition jetzt. Kämpferisch, aber auch pragmatisch und anpassungsfähig. So beschreiben ihn seine Wegbegleiter heute. Ist der Rebell im Vizekanzleramt umgefallen? Sie sprechen wahrscheinlich die Abstimmungen an, wie zum Beispiel dass die Verlängerung des Untersuchungsausschusses. Also das war für mich ein Grenzfall. Bei Moria zum Beispiel, das geht einfach nicht. Da müssen unsere Abgeordneten Klartext reden und das geht nicht. Natürlich gibt es bei Migrationspolitik, wahrscheinlich auch bei einigen wirtschaftspolitischen Dingen, andere Ansichten bei den Grünen, aber im Grunde, natürlich heißt das Beste aus beiden Welten, heißt auch, dass man manchmal eine Krot schlucken muss, die auch nicht so passt. Naja, Rebell ist er nicht mehr. Das kann man nicht behaupten. Aber er ist auch nicht mehr 18. Politisch hat Kogler jedenfalls den Aufstieg von der steirischen Kampfmannschaft in die Bundesliga geschafft. Ob als Beiwagerl von Sebastian Kurz oder doch als Spielemacher, wird sich wohl bald beim grünen Kernthema Klimakampf zeigen. Mit Vollgas in die Steinzeit quasi. Sie sind manchmal erst um 10 Uhr in die Schule gekommen, haben wir vorhin gehört. Wo waren Sie denn da vorher? Ja, ich habe nicht alles gehört, weil der Ton ausgefallen ist bei uns. Das sollten die Zuseherinnen und Zuseher ruhig wissen. Wie gesagt, also wir sind ja schon einmal ganz lang mit dem Schulbus angereist. Da hat es schon einmal mehrere Möglichkeiten gegeben, das Frühstück zu verlängern. Und einmal irgendwo, damals hat es ja Schallplatten gegeben und Musikboxen da auf der Strecke und mit dem nächsten Bus weiterzufahren. Aber ich weiß nicht, ob das so oft vorgekommen ist. Aber ich freue mich, dass ich den Heinz Köstenbauer wieder gesehen habe. Wir nehmen ja demnächst Kontakt auf, weil wir eine Maturafeier nachholen müssen, die Covid-bedingt ausgefallen ist voriges Jahr. Also das hätte ich jetzt gar nicht so genau in Erinnerung. Sonst war es schon recht lustig und rasch in der Schule. Vielleicht reden Sie ja dann auch über das Fußballspielen. Wir haben ja gehört, Sie wollten Fußballer werden in der Unterstufe. Sie haben die Position offensives Mittelfeld gespielt. Jetzt muss ich sagen, ich kenne mich beim Fußball nicht so gut aus, habe mich aber kundig gemacht. In der klassischen Aufstellung ist offensives Mittelfeld die Position für den zentralen Angriff für eine Mannschaft. Man gilt als Spielmacher, Schaltzentrale oder Regisseur. Sind Sie das auch in der Politik geblieben? Ja, da tue ich mir immer schwer mit diesen Selbstzuschreibungen, muss ich sagen. Aber wichtig ist, glaube ich, was einen antreibt, dass, wenn man schon das Spiel antreiben will, dass da ein entsprechendes Feuer ist. Und was sicher nützlich ist, ist hier, dass man schon zuversichtlich nach vorne spielt, ausdauernd ist und auch kampfeslustig. Und das würde ich mir schon zuschreiben. Und immer ein, gerade in der Position, immer ein Teamplayer sein. Also Teamarbeiter, das würde ich schon jetzt auch noch über mich sagen. Nämlich mit anderen zusammenzuarbeiten, gemeinsam Lösungen zu suchen und auch gemeinsam Wege zu gehen. Das halte ich für entscheidend. Und da kommt schon immer wieder mal vor, dass man auch aufbrausend ist oder auch ein bisschen ungeduldig. Da tun mir manchmal meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leid, sowas kommt am Spielfeld auch vor. Und alles zusammen, diese Mischung führt schon dazu, dass man so einen unbändigen Willen hat, immer was verändern zu wollen und was vorantreiben zu wollen. In den letzten eineinhalb Jahren hin und wieder gedacht, so eine Tormann-Ausbildung wäre auch ganz gut gewesen, um direkte Angriffe abzuwehren. Ja, ich habe eben Tor gespielt. Also gerade in der Zeit, ich kann, glaube ich, beides nicht perfekt. Es gibt da immer diese Zuschreibungen, die stimmen so nicht, aber ich habe gern Fußball gespielt, ein bisschen was habe ich auch zusammengebracht, aber ich war mal ein paar Jahre im Tor und wollte
dann aber unbedingt ins Mittelfeld, das ist richtig. Sie waren viele Jahre Oppositionspolitiker. Wer da Ihre gegnerische Mannschaft war, ist klar, das waren die jeweiligen Regierungen. Wer ist denn das jetzt? Ich weiß nicht, ob ich mich so an Gegnerinnen orientiere durchaus an der Sache. Also ich glaube schon, dass die Grünen das stark einbringen und würde mir das auch zurechnen wollen, tatsächlich lösungsorientiert zu sein, auch faktenbasiert. Ich glaube, das war in der Pandemie und ist immer noch ganz wichtig. Und ich sehe jetzt eher immer die Chancen und eben das Vorwärtsgewandte und nicht unbedingt Gegnerinnen und Gegner. Ja, wenn es welche gibt, wird man sie übertrippeln müssen, bekanntermaßen. Und das ist schon sehr lange her. Max Weber ist vieles und in der Politik eben auch das Bohren harter Bretter. Das ist schon so. Ich weiß nicht, ob es unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sehen. Ich sehe es jedenfalls. Sie werden nass. Ich spüre, dass ich nass werde. Ich würde vorschlagen, wir gehen einmal hinein und reden weiter. Aber wir halten viel aus, sonst Herr Kugler, ist nur das Problem. Sie waren Umweltaktivist. Als Aktivist darf man alles fordern. Als Oppositionspolitiker darf man auch noch sehr vieles fordern. In der Regierung ist das natürlich ein bisschen anders. Wann ist Ihnen eigentlich bewusst geworden, wie schwer es ist, Forderungen in die Realität umzusetzen? Ja, das Thema ist so alt, wie es die grüne Bewegung gibt. Ich durfte ja damals schon dabei sein in der Gründungsphase. Ich habe zwischendurch genug andere Sachen gemacht, aber damals war ich doch dabei. Und da geht's ja darum, dass man Ziele hat, was eben verändern zu wollen. Ich glaube, das ist bis heute so bei den Grünen. Radikal in den Visionen und real in den Umsetzungsschritten. Ich habe die Gelegenheit gehabt, mit Robert Habeck sehr oft zu reden. Das ist natürlich noch nicht so lange her in Deutschland. Ja. Und das zeichnet die Grünen immer noch aus, finde ich. Und du brauchst einen Kompass, du brauchst ein Fundament. Aber die Umsetzung ist immer, wenn man keine kriegerische Revolution veranstalten wollen würde, was wir noch nicht vorhaben, dann ist es immer auch Realpolitik, wie dass man Schritte in diese Richtung allerdings setzt und nicht in die verkehrte, das ja. Aber Sie waren und das Rebellen, war damals schon gehört, ja? So. Das war damals schon so. Es war die Entscheidung der grünen Bewegung in Graz, in der Steiermark, auch österreichweit dann, alles sehr eingetaktet, Anfang der 80er Jahre, sich für die Parlamentssitze zu bewerben und auch in die Regierungen zu drängen. Na, hat eh lang genug gedauert. Das ist richtig, aber vom Rebell zum Pragmatiker ist es natürlich ein weiter Weg. Da kann man sagen, das sind doch ein bisschen die Jahre, die dazukommen. Aber pragmatisch zu werden, wo haben Sie das gelernt? Wie haben Sie das gelernt? Ja, ich halte es jedenfalls für vernünftig, wenn man Ziele erreichen will, dass man so schrittweise macht, dass man sich den Zielen auch annähern kann. Und diesen Pragmatismus, den lassen wir uns gerne zuschreiben. Es muss ja auch was weitergehen. Ich behaupte aber nicht, es war immer schon so und es ist auch heute noch so, dass man in der Opposition nichts erreichen kann, auch außerparlamentarisch. Es gibt verschiedene Rollen in Gesellschaft und Politik. Alle und alles kann einen Beitrag leisten, aber die Regierungsverantwortung übernehmen hat noch einmal andere Möglichkeiten. Und das haben wir auch offensiv angestrebt, dass das, nachdem wir überhaupt aus dem Nationalrat geflogen sind und dann wieder zurückgekommen sind, und zwar schneller und erfolgreicher als geglaubt, dass das dann so schnell geht, hätte ich auch nicht erwartet. Aber wir haben es 2003 bekanntermaßen schon versucht. Damals hat es nicht gereicht. Aus guten Gründen haben wir die Koalition nicht gemacht. Da war ich bei jenen dabei, die dafür plädiert haben, nicht mit der ÖVP zu koalieren im Übrigen. Und so muss man das jedes Mal abwägen. Und wenn das Pragmatismus ist, bitte gerne. Hauptsache, es geht was weiter. Und es geht sehr, sehr viel weiter. Niemals zuvor ist im Klimaschutz so viel passiert wie dazu jetzt kommen wir, in Österreich. Herr Kugler, noch nie. Bleiben wir noch ein bisschen bei Ihrer Heimat, der Steiermark. Das ist ein traditionell ÖVP-geführtes Bundesland. Und da haben wir vorhin die Chefredakteurin des Kurier, Martina Salomon, gehört, die gesagt hat, dieses Aufwachsen mit der ÖVP, mit Traditionen, auch mit der katholischen Kirche, die hat es Ihnen leichter gemacht, heute mit der ÖVP umzugehen. Sind Sie sowas wie ein ÖVP-Versteher geworden? Das ist eine lustige Formulierung. Ich habe in der Oststeiermark einiges kennengelernt. Ja. Wir haben ja, weil ich eben gerade Heinz Köstenbauer sehen durfte, wir haben ja
damals in der Oberstufe, also in dem Alter von 16 bis 18 Jahren, ausdrücklich den Verein zur Abschaffung des Mittelalters in der Oststeiermark ausgerufen und den einen oder anderen Schabernack, aber mit einem gewissen Hintergrund schon organisiert. Und das hat genau damit zu tun gehabt, dass es im Dorf eine Struktur gegeben hat mit dem Bürgermeister, mit dem wichtigsten Wirt, mit dem Herrn Pfarrer und so weiter. Ja? Damals hätte man gedichtet und die Camorra, das tun wir heute nicht. Aber so habe ich schon einen Eindruck von den realen Verhältnissen gewonnen. Und in der Oststeiermark, wo ich aufgewachsen bin, hat es zu den Zeiten 60-70% ÖVP-Mehrheiten gegeben. Ja? Da hat ja die Streiterei in der ÖVP, weil sozusagen so eine Machtfülle dort war, hat ja oft mehr Fraktionen erzeugt als zur SPÖ oder zu anderen Parteien hin. Welche Überschneidungen sehen Sie zwischen der steirischen ÖVP der 60er und 70er Jahre und so alt bin ich auch noch nicht, Entschuldigung, von der 60er Jahre kann ich nichts sagen, da war ich ein Kleinkind. Aber da sind Sie aufgewachsen, ja. Da habe ich nichts mitgekriegt, ehrlich gesagt. Okay, in den 70er Jahren, meinetwegen auch in den 80er Jahren, also ÖVP damals in der Steiermark und der türkisen ÖVP von heute. Ja, da gibt es sicher Unterschiede. Wenn ich mir das jetzt erlaube, nehme ich das da herein, dieses mehr oder weniger lustige Schnösel-Zitat, das auf den sogenannten sozialen Medien da immer wieder herumgeistert. Mit der türkisen Schnöseltruppe geht es sicher nicht, mit dieser türkisen Schnöseltruppe. Ja, das ist nämlich eine Erfindung, nicht von mir gewesen ursprünglich, sondern eben in den Jahren 17, 18 von Vertretern der steirischen ÖVP tatsächlich. Das habe ich mir damals für den Wahlkampf zugegeben ausgeborgt. Im Nachhinein würde ich lange nicht so streng urteilen, muss ich fairerweise dann natürlich wieder dazu sagen. Aber das ist schon ein Unterschied, finde ich, zwischen den ÖVP-Organisationen in vielen Bundesländern und der neuen ÖVP auf Bundesebene. Aber wir müssen ja das, glaube ich, auch sehr seriös und demokratisch betrachten. Die ÖVP, die neue ÖVP, hat 2017, glaube ich, durchaus einen größeren Wahlerfolg erzielt, 2019 einen noch größeren. Und das ist eben auch Demokratie. Es hat zwei Wahlsieger gegeben 2019, die ÖVP und die Grünen. Und es war, glaube ich, gut und richtig, dass diese Ibiza-Ära von zwei Wahlsiegern zumindest auf diese Art und Weise versucht wurde zu beenden. Und das war auch eines der Motive. Aber die Unterschiede der Parteien waren von vornherein klar. Und dass es nur einfach wird, war auch klar. Aber wir sind ja nicht in die Regierung gegangen, um es uns einfach zu machen, sondern mit Verantwortung übernommen. Aber Sie haben damals schon, also ich habe die Wahlkonfrontation zwischen Ihnen und Sebastian Kurz damals geleitet. Und da sind auch sehr harte Worte gefallen. Sie haben damals zum Beispiel gesagt, ich wundere mich immer, warum ein so junger Kanzler so zukunftsvergessen sein kann. Wie haben Sie das atmosphärisch eigentlich geglättet? Wie gehen Sie jetzt miteinander um? Wir haben eigentlich nur diesen Ausschnitt gesehen. Jetzt stehen Sie beim Ministerrat nebeneinander oder bei einer Regierungsklausur, aber wir wissen eigentlich nicht wirklich, wie Sie miteinander kommunizieren. Ja, das sind mehrere Dinge. Wir gehen im Ergebnis sehr gut miteinander um. Es wird ja auch sehr viel geliefert, denke ich. Aber wie oft reden Sie miteinander zum Beispiel? Ja, manchmal mehrmals in der Woche, jetzt im Sommer weniger, manchmal mehrmals am Tag. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir eine Pandemie zu bewältigen hatten, die eine Situation erzeugt hat, die sich niemand vorher vorstellen hat können. Wir waren 6, 7 Wochen, glaube ich, bis jeden Tag, teilweise auch Wochenends, bis 1, 2 Uhr morgens im Kanzleramt. Also das hat ja unterschiedliche Phasen und Perioden. Aber wichtig ist mir schon festzuhalten, dass wir eine gute Gesprächsbasis haben über weite Strecken. Nicht immer kommen wir rasch zu einem Ergebnis, aber es ist eine Arbeitsbasis, die tragfähig ist und die ist auch respektvoll und die hält es für sehr, sehr wichtig, Wahlkämpfe hin oder her. Was hätte denn die Republik Österreich davon oder die Bevölkerung, wenn die Regierungsspitze prinzipiell nur herumstreitet? Manchmal wird das Gefühl, das würden sie manche wünschen, hält das für einen kompletten Humbug. Wir haben Unterschiede genug, sodass wir eine sehr gute Arbeitsbasis uns schaffen müssen. Und das haben wir geschafft. Aber wir haben vorhin schon über Afghanistan gesprochen. Es war natürlich, wie Sie es auch vorhin gesagt haben, wir haben es auch im Beitrag gesehen, völlig klar, dass Sie in diesem Bereich nicht zueinander finden werden oder nur sehr, sehr schwer.
Aber haben Sie gewusst, dass... Wieso, jetzt gehen wir da gerade das große Projekt an für diese 3 Millionen Bereich, Hilfe dort? Migration, das ist ja, ja, schon. Aber ja, das halte ich schon für wichtig. Naja, aber wenn wir jetzt über was glauben Sie, wenn die FPÖ da regieren würde, wie es jetzt ausschaut? Wenn wir über die Abschiebung von Minderjährigen in der Nacht sprechen, da haben Sie selber sehr deutliche Worte gefunden. Genau. Wenn wir über Moria sprechen, wenn wir jetzt über die Aufnahme von jungen Afghanen, Afghaninnen sprechen, dann sieht man schon, dass die Unterschiede sehr groß sind. Wann war Ihnen eigentlich klar, oder war Ihnen überhaupt klar, dass Sie eine grüne Handschrift im Bereich der Migration eigentlich vergessen können? Na, das würde ich ja in Abrede stellen, wenn wir die angesprochene, eine sehr wirklich völlig unangebrachte, vor allem in der Methode, Abschiebung von Ende Jänner dieses Jahres hernehmen. Ja, da hat es nicht nur deutliche Worte gegeben, es hat auch Konsequenzen gegeben. Und zwar habe ich damals als Justizminister in Vertretung die Kindeswohlkommission eingesetzt, relativ rasch. Ich bin der Frau Dr. Gries sehr dankbar, dass sie es gemacht hat, ein super Team wieder zusammengestellt hat und auch hervorragende Ergebnisse geliefert hat. Aber parallel die zwei Mädchen dazu, sind immer noch in Georgien. Ja, Moment, aber parallel dazu hat auch das Innenministerium eine ähnliche Kommission eingesetzt und man ist auch in einigen Bereichen zu ähnlichen Resultaten gekommen. Und das halte ich für wichtig, dass jetzt viel klarer ist, dass die Kinderrechte, die in Österreich immerhin auch in der Verfassung stehen, hier in Zukunft eine größere Rolle spielen. Und da geht ja dann was weiter, auf das kommt es ja an. Es geht ja immer was weiter, es muss doch irgendwann das Erreichte zählen und nicht, dass man es dauernd darüber unterhalten, was irgendwer erzählt. Ja? So. Das heißt aber, dass wir uns dann ruhig einmal die Bilanzen anschauen dürfen. Es hat noch nie, wir reden immer über einzelne Fälle hier, das ist schlimm genug, ja? Wir haben uns da nichts geschenkt. Aber wenn man ehrlicherweise hinschaut, und dafür plädiere ich zwischendurch sehr wohl, dann sieht man, dass wir 2020 und 2021 geht so weiter, so viele humanitäre Aufenthaltstitel haben, also humanitäres Bleiberecht, wie nie zuvor, wie nie zuvor. 2500 waren es 2020, heuer werden es mit hoher Wahrscheinlichkeit noch viel mehr werden. Ja, das darf man doch auch einmal sehen. Ja, glauben Sie, das wird so passieren, wenn noch da der Kickl herumfuhrwerken täte? Aber ich meine, nein. Sie haben sich zum Beispiel in der Moria-Frage, wo Andreas Wabel zum Beispiel sagt, in einer von vielen Punkten, das geht eigentlich, das dürfen sich die Grünen nicht gefallen lassen, da haben Sie sich auf die Hilfe vor Ort geeinigt. Von 400 Zelten, wir haben nachgefragt, sind gerade mal 25 in Karatepe 2 angekommen. Die Heizstrahler, die Österreich geliefert hat, können nicht angeschlossen werden, weil es dort keinen Strom gibt. Und wenn man es hören will, dann hört man es, dass kein weiteres Lager errichtet wird auf Lesbos, bis der Winter beginnt. Also es ja, gibt schon Versuche von Ihnen, aber gehen dann oft ins Leere. Ich glaube, da stimmt was nicht. Wir haben uns auf das gar nicht verständigt. Das war eine Initiative des Innen- und ich glaube sogar des Verteidigungsministeriums. Das hat mit uns überhaupt nichts zu tun gehabt. Aber Sie haben darauf verwiesen schon. Nein, nicht auf das. Worauf wir verwiesen haben, ist, dass die griechische Regierung Sonderdotierungen bekommt, im Übrigen auch 3 Millionen von Österreich, noch viel, viel mehr von der Europäischen Union, dass die Situation vor Ort verbessert wird. Das hat mit diesen Hilfsgütern gar nichts zu tun, sondern mit diesen Möglichkeiten und dass es gelingen möge, zunächst einmal, dass auch innerhalb Griechenlands Menschen von den Inseln aufs Festland kommen können unter besseren Bedingungen. Und das ist, soweit ich informiert bin, teilweise auch geschehen. Also man muss schon immer auseinanderhalten, welches Ministerium da was macht. Da haben wir uns auf nichts verständigt. Richtig ist, dass wir, und ich bedanke mich auch bei allen, die hier unterstützend wirken und auch in der Vergangenheit schon viel erreicht haben, richtig ist, dass wir mit sehr vielen, beispielsweise mit den Bischöfen, mit der Bischofskonferenz, mit vielen anderen kirchlichen Gruppen in Austausch sind, um hier dran zu bleiben und was weiterzubringen. Aber offen gestanden ist es schon so, dass wir insgesamt sehen müssen, was gelungen ist. Es hat hier sehr wohl Übereinstimmungen auch in dem Bereich gegeben. Das führt ja dazu, dass jetzt der Auslandskatastrophenfonds, der eigentlich für die humanitäre Hilfe außerhalb Österreichs zuständig ist, dass hier, wie gesagt, die Mittel vervielfacht wurden. Wir haben in Syrien, wo die Situation noch schlimmer ist, wir haben in Syrien im Jahr 2020/21 so viel ausgegeben wie nie zuvor. Im Libanon, in all diesen Krisenländern. Und das ist nur möglich, weil wir die Mittel, wie gesagt, vervielfacht aber haben. Aber vielen dort in Ihrer Partei reicht das nicht. Vielen Wählerinnen und Wählern reicht das nicht. Die sind enttäuscht. Das wissen Sie natürlich. Aber verstehen Sie es auch?
ja, an einzelnen Punkten mag man das nachvollziehen können, aber es geht ja um das Gesamte und wir erhalten darüber hinaus sehr, sehr viel Zuspruch. Also das würde ich schon so wiedergeben wollen. Die Kritik, die Diskussion, das ist innerhalb der Grünen immer schon so gewesen, das will ich ja auch so haben, aber insgesamt ist hier die Richtung stimmig. Aber es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit, auch in anderen Bereichen, zum Beispiel Urschuss. Wir sind in vielen Bereichen so unterwegs, dass diese Themenfelder, ob es nicht der Klimaschutz ist mit ganz, ganz vielen Milliarden und Projekten, wenn wir denn noch dazu kommen würden. Oder auch in der Justiz, wo wir das erste Mal seit langem das Justizbudget um 100 Millionen, später noch um 70 Millionen erhöht haben. Vor kurzem hat es geheißen, aus der Regierung selber, die Justiz stirbt einen stillen Tod. Wir haben das völlig umgedreht. Und zwar wird jetzt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gestärkt. Auch mit den entsprechenden Posten. Wir wollen über den Klimaschutz noch sprechen. Daher lassen Sie mich da noch einhängen. Ja, aber man muss ja die Gesamtergebnisse erzählen. Und ich nehme schon in Anspruch, und das war ja eines der Herangehensweisen damals ein wichtiger Punkt, dass es kaum Bereiche gibt, wo irgendwas wirklich schlechter wird. Aber es gibt sehr viele, wo massiv was besser wird. Und dieses Entscheidungskriterium, so abstrakt es klingt, das kann man mit hunderten Beispielen positiv auffüllen, das halte ich auch für ethisch für die richtige Herangehensweise. Lassen Sie uns jetzt noch einen Satz zum Urschuss sagen. Es muss nicht mehr sein. Sigi Maurer hat gesagt im Parlament, es sei halt nicht gegangen, mit der ÖVP zu verlängern. Das heißt aber, sie wollten aber. Offen ist, das ist erledigt, das wird es nicht geben. Offen ist jetzt, wie es weitergeht, sollte der Bundeskanzler angeklagt werden wegen einer möglichen Falschaussage. Aber das ist ein Teil. Wenn ich auf die Uhr schaue, sage ich, ich muss das jetzt vorziehen, diese Frage, damit wir zum Klima kommen. Und das wollen wir, glaube ich, beide. Was also passiert, wenn der Bundeskanzler verurteilt wird, haben Sie gesagt, dann geht es nicht mehr. Was aber passiert, wenn er angeklagt wird? Ja, auch da habe ich mich klar geäußert. Ich halte für wichtig, dass man die Amtsfähigkeit beurteilt. Und man braucht ja auch eine Begründung der Staatsanwaltschaft, wie sie denn einen allfälligen Strafantrag begründet. Das macht ja wohl noch einen Unterschied. Und die Amtsfähigkeit ist, glaube ich, bei einem verurteilten Kanzler deshalb nicht gegeben, weil das auf europäischer Ebene schon sehr, sehr schwierig wäre. Es gibt auch verlangte Rücktritte von uns, wo es noch nicht einmal eine Anklage gegeben hat, wenn Sie so wollen. Es hängt ja immer von der konkreten Situation ab. Ich sage Ihnen, was das Wichtigste ist, passt genau zum Vorigen. Das Wichtigste ist, dass die Justiz und ohne Zurufe von jetzt, dass und von hier und von mir oder wem auch immer, die Justiz unabhängig ermitteln kann. Und dafür tragen wir Sorge. Das habe ich vorhin mit ausgeführt. Vielleicht fällt es auch jemand auf, dass selten zuvor, ich könnte mich nicht erinnern, so intensiv und so umfangreich ohne Ansehen der Person oder der Personen ermittelt wurde. Und das halte ich einmal für entscheidend. Unabhängigkeit der Justiz und höhere Mittel in der Justiz, das sagen Sie immer, dafür braucht es die Grünen in der Koalition. Plus Klimaschutz. Nun sind Sie mit einer Partei in einer Koalition, die es Ihnen auch in diesen Bereichen nicht nur leicht macht. Umweltsprecher Johannes Schmuckenschlager etwa spricht von einer Klimadiktatur und Obmann Kurz hat von einer Rückkehr in die Steinzeit gesprochen. Was macht Sie eigentlich so sicher, dass Sie in diesem Bereich wirklich durchgehend grüne Handschrift setzen können? Ja, weil sie schon nicht nur erkennbar ist, sondern weil sie mit dicken Lettern geschrieben ist. Wir haben in Österreich jetzt die Situation, dass wir von den letzten Plätzen, das war ja bis vor kurzem so, leider, haben wir auch kritisiert, von den letzten Plätzen im europäischen Klimaschutz auf der Überholspur sind zu den vordersten. Wir haben die Zielvorgabe, die wird jetzt das Schritt für Schritt eingelöst, dass Österreich 2040 bereits klimaneutral werden soll. Das ist eine kleinere Revolution tatsächlich. So, wo finden wir das alles? In den Investitionen, die wir ja jetzt gewähren, um auch aus der Krise rauszukommen, ist auf allen Ebenen, ob es die unmittelbaren Konjunkturmittel waren oder die Investitionsprämie zum Beispiel, ist auf allen Ebenen dafür gesorgt worden, dass die klimaschutzrelevanten Maßnahmen massiv befördert werden. Und das führt dazu, dass wir hier nur bei den Betrieben,
100.000 Projekte haben, die eingereicht wurden und zugesagt wurden in den Förderungen. Da werden Milliarden bewegt und ausgelöst und das wird sehr, sehr viel bringen, auch im privaten Bereich. Aber wenn der Kanzler zu Ihnen sagt, es geht nicht, also es geht auch ohne Verzicht, man kann die Klimakrise auch ohne Verzicht bewältigen, so wie er es öffentlich gesagt hat, was sagen Sie ihm dann? Na, da hat er eh recht, weil das eine Begriffsglauberei ist. Da geht es ja eher immer um das Thema, ob Veränderung nicht notwendig ist. Und die ist natürlich sehr wohl notwendig, Steinzeit hin oder her, wenn wir aus dem Fossilzeitalter raus wollen. Und das beginnt jetzt. Der Einstieg in den Umbau dieser Fossilwirtschaft hat begonnen, gerade eben auch in Österreich, mit allen Chancen. Ich habe vorher gesagt, man muss ja immer auch die Chancen sehen und sie nicht nur fürchten. Und da passiert insofern auch viel, viel mehr als vorher, als auch die Privaten. Ich kann nur appellieren, dass sie die vielen Förderungen nutzen und bedanken mich auch bei all jenen, die jetzt schon so viel freiwillig mitmachen beim Klimaschutz. Aber mittlerweile geht es ja mit diesen Fördermaßnahmen und mit der ökologisch-sozialen Steuerreform darum, dass die, die sich klimaschützend verhalten, und die Firmen, die umweltschonend produzieren, wirklich begünstigt werden und belohnt werden. Und das andere wird halt relativ ungünstiger. Und das läuft gerade. Die ökosoziale Steuerreform, die haben Sie erst am Wochenende angekündigt, wieder mit 01.01.2022. So viel Zeit ist da nicht mehr, ein bisschen über 4 Monate. Wir wissen bis jetzt nur das Datum. Wir wissen nicht, wie sie aussieht. Vielleicht können Sie uns da ein paar Details nennen. Ist das eine Erhöhung der Mineralölsteuer, dass man zum Beispiel sagt, man erhöht die Steuer auf Treibstoff, auf Heizöl? Na, jedenfalls ist sie nicht das Einzige, damit wir mal den Gesamtrahmen fertig erwähnen dürfen. Wir haben massiv in diese Förderungen investiert. Und da geht es jetzt genau darum, dass man das ja schon sehen kann. Es vervielfachen sich auch die privaten Initiativen für die Photovoltaikanlagen auf den Dächern. 1 Million Dächer in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Das ist mega. Der Heizkesseltausch funktioniert. Da kriegen die, die wenig verdienen, aber ganz viel Förderung. Aber wir reden ja über die CO2-Steuer. Ja, die kommt gleich. Aber weil das gerne verwechselt wird, dass das plötzlich so daherkommt, als ob das die einzige Maßnahme wäre. Die wird langfristig sehr, sehr wichtig sein, weil sie ja auch eine ökologisch-sozial-marktwirtschaftliche ist. Aber zunächst einmal haben wir mit diesen Förderungen gestartet und die sind weit mehr als die berühmte eine Klimaschutzmilliarde. Das sind viele und das spürt man überall. Und auch in den Betrieben, ob es jetzt das Sägewerk ist mit der Photovoltaikanlage oben oder andere, die Bäcker, die jetzt nur mehr mit abgasfreien Autos fahren. Auch wenn ich verstehe, dass Sie gerne über Photovoltaik sprechen. Nein, gar nicht. Die CO2-Steuer, die CO2-Bepreisung im Übrigen, ist ein wichtiges Element. Neben den Gesetzen und Verordnungen, die gemacht werden, dann ist das dritte ganz, ganz große Element. Ich will ja nicht widersprechen, um Gottes Willen. Ich beschäftige mich mein halbes Leben damit, schon seit der Zeit, wo wir da die Einblendungen gemacht haben und bin auch gerne leidenschaftlich Umweltökonom. Und seit 30 Jahren sind diese Konzepte fertig. Und jetzt werden sie halt noch modern nachgeschärft. Aber wie schauen Sie aus? So auch in Österreich. Die Wirkungsweise ist völlig klar. Die Ziele müssen definiert werden und die gehen so, dass sowohl für die Firmen als auch für die Privaten klimafreundliches, umweltfreundliches Verhalten günstiger wird. Und ja, umweltzerstörerisches und klimaschädliches wird relativ teurer. Jetzt gibt es mehrere Beispiele schon in Europa, wo das begonnen wurde. Da ziehen wir ja de facto bei einigen nur nach. Und wir schauen uns hier Best-Practice-Beispiele an. Aber die CO2-Bepreisung kann passieren über klassische Steuern. Das ist nämlich noch offen, weil das ja Ihre Frage mit war, das ist tatsächlich noch offen. Es kann aber auch sein, dass wir bei den Inverkehr bringen, das sind da in der Regel wenige überschaubare Anzahl an größeren Firmen, dass die hier einen Beitrag leisten, weil sie nämlich diese Stoffe in Umlauf bringen. Und dann ist es eine Frage der Wirtschaft, ob und wie weit und an welchen Stellen das weitergegeben wird. Wichtig ist ja nur, dass diese klimaschädlichen Abgase einen Preis bekommen, dass umweltzerstörerisches Verhalten nicht kostenlos ist. Und das ist das Entscheidende. Und da machen diese Begriffe, finde ich, so viel Sinn, nämlich Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit. Ökologische Steuergerechtigkeit ist hier das Stichwort. Und Kostenwahrheit, da stellen Sie vielleicht nicht so viel was darunter vor, aber es geht hier um eine ökologische Kostenwahrheit zugunsten der Umwelt. Aber und das hat nichts mit Verbot zu tun, weil uns das immer vorgehalten wird, oder irgendwelchen anderen, jetzt eh nicht mehr. Das ist das Gegenteil davon. Das nennen wir
ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Und Sie da sagen, sind wir uns auch mit der ÖVP einig, die da ja durchaus hier Vorgänge aufzuweisen hat, bekanntermaßen. Die Details werden noch ausgearbeitet, sagen Sie. Mit 1.1. soll sie starten. Wann erfahren wir denn, wie sie wirklich aussieht, wenn Sie es jetzt noch nicht sagen können? Ja, die Gespräche sind im Laufen, die Verhandlungsgruppen arbeiten und es wird sicherlich im Herbst eine Einigung brauchen, das ist selbstverständlich. September, Oktober werden wir es erfahren, so in etwa. Ja, wir werden es dann erfahren, wenn es fertig ist. Das muss ja Hand und Fuß haben, das ist keine leichte Aufgabe. Ich darf darauf verweisen, dass in der Bundesrepublik Deutschland der ganze Prozess 2,5 Jahre gedauert hat. Wir haben pandemiebedingt nicht voriges Jahr begonnen, sondern eben im Frühjahr mit diesen Gesprächen und Verhandlungen. Da sind natürlich auch sehr viele finanztechnische Dinge zu klären. Und das läuft tatsächlich gerade. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, wieder einmal. Apropos Pandemie, die vergangenen 1,5 Jahre haben allen Menschen, die uns zuschauen, auch natürlich Ihnen in der Politik extrem viel abverlangt. Für einen war das alles irgendwann einmal zu viel. Das war der Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Wann haben Sie eigentlich gemerkt, dass es nicht mehr geht? Ja, ich war mit Rudi Anschober ja oft in engem Kontakt, aus mehreren Gründen. Erstens schon, weil ich von meiner Regierungsrolle als Regierungskoordinator und Regierungsspitze mit vielen Ministern und Ministerinnen Kontakt habe. Das war natürlich das zentralste Ressort. Da war natürlich viele Monate eine schwere Last auf dem Gesundheitsminister liegend. Und tatsächlich hat er ja 2 bis 3 Mal über seine gesundheitlichen Probleme geklagt. Er hat es ja dann, und man darf ja deshalb auch darüber reden, denke ich, er hat es ja dann auch öffentlich gemacht selber. Und die Entscheidungen haben wir letztendlich insofern gemeinsam getroffen, als wir geschaut haben, zu dem Zeitpunkt, wo es nicht für ihn nicht mehr gegangen ist, dass wir hier noch die Nachfolge gut lösen. Hatten Sie auch manchmal das Gefühl, dass es nicht mehr geht, dass Sie nicht mehr können? Wer, er oder Sie? Ich? Ja. Nein, in dieser vergleichbaren Form tatsächlich nicht. Also ich gehe ja immer auch von was anderem aus, gar nicht einmal nur von körperlichen Symptomen. Und man muss ja bei Rudi Anschober sehen, und er sagt ja auch so, es waren sehr viele schon schwerere Symptome, aber hat noch keinen richtig großen Schaden genommen. Und deshalb war das für ihn und seine Ärzte, der offen darüber berichtet, ausschlaggebend. Nein, das habe ich nicht. Bei mir ist es was anderes. Ich habe mich ja schon mehrmals beworben um Kandidaturen, ob es jetzt einmal früher war oder eben in den letzten Jahren. Für mich ist immer was anderes ausschlaggebend. Gibt es den inneren Antrieb, das innere Feuer, eben was verändern und zu wollen und weiterzutreiben? Das ist für mich entscheidend. Und solange ich das spüre, habe ich da eine gute Basis zu arbeiten. Also nein, das kenne ich nicht. Anschobers Nachfolger Wolfgang Mückstein hat in diesem Sommer in mehreren Interviews gleich gesagt, man dürfe nicht den Fehler machen, die Fehler des Sommers zu wiederholen, den Fehler, eine drohende Welle zu übersehen. Sie haben sich bestimmt gefragt, oder vielleicht hat er Sie auch gefragt, Sie haben bestimmt darüber gesprochen, wer diese Fehler übersehen hat, seiner Meinung nach. Was ist Ihre Antwort darauf? Also ich glaube, im Großen und Ganzen sind die Entscheidungen sehr gut gewählt worden. Es waren so viele, dass auch Fehler passiert sind. Aber jeder macht Fehler. Welche Fehler waren es? Ja, natürlich, aber gerade... Naja, weil es ist dann immer sehr verlockend, da auch noch einen Pluspunkt heraushauen zu wollen, indem man sagt, na gut, wir haben eh so eine gute Fehlerkultur. Stimmt aber, ja. Und Rudi Anschober hat es ja selber gesagt damals, dass bei diesen vielen, hunderten Verordnungen am Schluss, wir wissen, dass da einige vom Verfassungsgerichtshof, gerade weil die Begründungen nicht gepasst haben, aufgehoben wurden. Über solche Fehler haben wir offen gesprochen. In der Pandemiebekämpfung selber hat es, glaube ich, ganz gut funktioniert. Es hat bei der ersten Welle waren wir schneller, da waren natürlich sehr radikal die Maßnahmen des Lockdowns, aber wir waren schneller, erfolgreicher, als wir gedacht haben und konnten auch viel früher lockern. Wo ich ein Problem gesehen hätte, habe ich selber auch offen darüber gesprochen, ist, aber da waren wir nicht alleine. Auch die Prognoserechnungen haben erst sehr spät angeschlagen, dass die zweite Welle doch sehr heftig war. Und bei der dritten dann, wo wir auch schon eingepreist haben, das Verhalten
damals der sogenannten britischen Virusmutation. Da hat es, glaube ich, auch im Verhältnis zu anderen Ländern sehr gut funktioniert. Wir stehen jetzt am Anfang der vierten Welle. Sie haben schon zusammengefasst, es gibt und gab keinen einzigen Lockdown, also keine Welle ohne Lockdown. Jetzt ist die Frage, könnte wieder ein Lockdown kommen? Das ist natürlich sehr theoretisch. Ich möchte nur eine Perspektive, einen Punkt herausgreifen. Ist es für Sie denkbar, dass es einen Lockdown nur für ungeimpfte Menschen gibt? Also dort sehen wir, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, ob wir dort hinkommen wollen und sollen. Das ist einmal offen. Ich kenne da die Debatte, die gerade in anderen europäischen Ländern anhebt. Und wenn ich es richtig im Ohr habe, hat auch in Österreich schon Stimmen gegeben. Jetzt einmal ist zweierlei, denke ich, festzuhalten. Erstens ist die Situation deshalb nicht vergleichbar, weil wir schon wirklich Geimpfte haben. Und zwar gar nicht so wenige, aber immer noch zu wenig. So ist das tatsächlich. Aber wir haben dieses System mit der 3G-Regelung und das finde ich jetzt einmal sehr, sehr gut funktionierend und bis auf Weiteres ausreichend. Und der Aber ausschließen kann man es nicht. Der zweite Unterschied zu damals, ich glaube, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, man muss im Leben nie was ausschließen, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, weil alle Expertinnen und Experten, also Virologinnen und Modellrechner, uns hier versichern, dass eine Überlastung der Spitäler und der intensivmedizinischen Kapazitäten hier nicht absehbar ist. Und sollte es theoretisch jemals dazu kommen, wird man das auch noch vorher sehen. Aber ich glaube, es wird tatsächlich deshalb nicht eintreten, weil eben schon 60% geimpft sind. Aber jetzt ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um diese Frage geht. Die Menschen sollen sich impfen lassen. Es gibt nicht nur Tod und Verderben. Es gibt ja auch bei den Jungen das Phänomen des Long-Covid. Ich bin Sportminister. Wir erleben Spitzensportler, die ihre Karriere unterbrechen müssen oder gar abbrechen. Die haben die fittesten Körper, möchte man wohl zu Recht annehmen. Und es gibt, glaube ich, circa 10%, die ganz lang mit schweren Symptomen zu kämpfen haben. Ich kenne auch welche in meinem Umfeld. Also bitte, sich impfen zu lassen. Und wenn schon keine Impfpflicht, da bin ich nicht dafür, dann plädiere ich hier wirklich für Impfverantwortung. Da können wir andere schützen, sich selber bitte tun Sie das. Ein Appell noch am Schluss zum Impfen. Jetzt möchte ich Sie ganz kurz noch fragen. Sie haben selber schon gesagt, Sie sind Sportminister. Die Olympischen Sommerspiele sind vor einer Woche zu Ende gegangen. Sehr erfolgreich für Österreich mit 7 Medaillen. Welche Medaillen, Gold, Silber und Bronze, würden Sie denn für die Kollegen in der Regierung vergeben, wenn Sie könnten? Also, das wäre jetzt eine richtige Nachdenksekunde. Ich weiß nicht, ob wir uns, das ist ein bisschen ein Unterschied, glaube ich, auch zum Herrn Bundeskanzler. Das hält da aus, das besprechen wir öfter. Ob es immer so geschickt ist, sich erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Plätze sind im Übrigen auch nicht so schlecht. Das haben nämlich extra bei den Olympischen Spielen die Diplomränge geehrt. Das sind die, die bis 8 gehen, damit man nicht immer nur die Stockerplätze hat. 8 schaffen wir nicht, 3 schaffen wir. Also, ja, aber ich halt von dieser Notengeberei nicht so viel. Wichtig ist, glaube ich, dass wir insgesamt eine Bewertung vornehmen, was wurde erreicht. Es ist doch entscheidend, nicht da mal ein kleines Hickhack oder da mal ein Unterschied, sondern was hat sich verändert? Also, wenn ich zurückschaue, was ist von Rot-Schwarz blieb? Stillstand. Herr Kogler, von Türkis-Blau Ibiza. Das reicht mir ja schon. Ja? Okay. Und wenn wir in ein paar Jahren zurückschauen werden auf diese Zeit, dann wird hier sehr, sehr viel Veränderung angegangen worden sein und vor allem beim Überlebensthema schlechthin, nämlich dem Klimaschutz, wo endlich Umwelt und Wirtschaft unter einen Hut gebracht werden sollen. Keine Medaillen, Herr Sportminister, Herr Vizekanzler. Vielen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Das war das zweite ORF-Sommergespräch 2021. Sie können dieses, wie alle anderen, auch im Podcast nachhören. Jetzt gleich im Anschluss gibt es bei Armin Wolf in der ZIP2 die erste Nachbetrachtung zu diesem Sommergespräch um 22.30 Uhr in ORF3, dann die nächste bei Ingrid Thurne, das ist übrigens dann ihre Vorgängerin Eva Klawischnik, live zu Gast und analysiert das. Und nächsten Montag gibt es wieder ein Sommergespräch und eine Premiere. Da wird nämlich erstmals der neue FPÖ-Obmann Herbert Kickl zu Gast sein. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder dabei sind, hoffentlich bei schönerem Wetter für heute. Danke fürs Zuschauen und eine schönen Abend.